Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Geschützt durch Betonpoller, aber ansonsten wieder frei zugänglich. 3 Tage nach dem LKW-Anschlag hat der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche wieder geöffnet. Aber das Gedenken an die Opfer und das Mitgefühl für die Angehörigen ist allgegenwärtig. Und damit guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Während Sie in Berlin Zeichen der Unerschütterlichkeit setzen, eine Haltung des »Wir lassen uns nicht einschüchtern« zum Ausdruck bringen, gelingt es den Fahndern, immer neue Puzzleteilchen bei der Aufklärung der schrecklichen Tat zusammenzusetzen. Demnach sei der nun mit Haftbefehl gesuchte Tunesier Anis Amri mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fahrer des LKW gewesen, sagte zumindest heute Innenminister de Maizière, denn es wurden entsprechende Fingerabdrücke in der Fahrerkabine und weitere Hinweise gefunden. Zwar durchsuchten die Ermittler verschiedene ehemalige Aufenthaltsorte von Amri, die Fahndung nach ihm blieb bisher aber erfolglos. Verena Bünden, Jo Goll und Lena Kampf fassen die Ereignisse zusammen. Der meistgesuchte Mann Europas. Seit heute weiß die Polizei, sie fahndet nach dem Richtigen, denn die Beweise verdichten sich. Anis Amri war offensichtlich der Fahrer des LKW, der 12 Menschen tötete. Es sind im Cockpit, also in dem Fahrerhaus, Fingerabdrücke gefunden worden. Und es gibt auch andere zusätzliche Hinweise, die das nahelegen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir daher davon aus, dass Anis Amri den LKW gesteuert hat. Gegen ihn wurde heute Haftbefehl erlassen. Wer ist Anis Amri? Der 24-Jährige kommt aus dem Dorf Waslatia in Tunesien. Dort galt er als kleinkriminell, aber noch nicht als radikal. Seine Familie wurde heute verhört und reagierte schockiert. Wenn uns Anis jetzt zuschaut, dann kann ich ihm nur sagen, möge Gott dich wieder auf den richtigen Pfad bringen. Deine Eltern weinen nur noch. Du hast so viel Chaos angerichtet. Was soll ich sagen? Als Amri wegen Diebstahls in Haft sollte, floh er von Tunesien nach Italien. Auf Lampedusa steckte er ein Aufnahmelager in Brand. Auch deswegen saß er auf Sizilien 4 Jahre in Haft. Im Juli 2015 kam Amri über Freiburg nach Deutschland. Erst ein Jahr später warnten die italienischen Behörden, Amri solle im europäischen Schengen-Raum die Einreise verweigert werden. Da hatte er in Deutschland schon den Asylantrag gestellt, diesmal als Ägypter. Wir merken auch in diesem Fall, dass wir es nach wie vor mit den alten Problemen zu tun haben, mit einem schlechten Datenfluss in Europa. Dass wir bei vielen Leuten, die zu uns ins Land kommen, noch nicht sicher wissen, was haben die für ein Vorstrafenregister. Laut Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll Amri in Deutschland schnell Kontakt zum islamistischen Netzwerk von Abu Wallah gehabt haben. Wallah ist inzwischen verhaftet, galt aber als Kopf des IS in Deutschland, was er leugnet. Schon ein Jahr vor dem Attentat von Nizza plante sein Netzwerk, mit einem LKW und einer Bombe in eine Menschenmenge zu fahren. Amri soll von der Gruppe für die Ausreise nach Syrien trainiert worden sein und sich als Selbstmordattentäter angeboten haben. All das steht in Ermittlungsakten. Dennoch wurde er nicht aus dem Verkehr gezogen. Es gibt sicher auch in der Zusammenarbeit zwischen den deutschen Bundesländern Verbesserungsbedarf. Aber eines ist klar, es ist eine Form von Staatsversagen, wenn man weiß, dass es einen Täter gibt, der bereit ist, Selbstmordattentäter zu sein und zu Salafisten engste Verbindungen hat, dass der sich frei im Land bewegen kann. Fragen gefallen lassen muss sich auch die Berliner Staatsanwaltschaft. Sie hatte den inzwischen in der Hauptstadt lebenden Amri beobachten lassen, die Observationen aber im Herbst eingestellt. Zu den genauen Gründen heute kein Kommentar vom Innensenator. Observiert wurde allerdings eine Moschee in Moabit, die als erste Anlaufstelle für radikale Islamisten in Berlin gilt. Der ARD liegen Bilder einer Überwachungskamera vor, die Anis Amri zeigen sollen, wie er die Moschee am 14. und 15.12., wenige Tage vor der Tat, betritt. Und wie er sich sogar in der Nacht nach dem Attentat wieder dort einfindet. Bei einem radikalen Moscheeverein, für den Kritiker seit langem ein Verbot fordern. Die Berliner Polizei wollte sich dazu noch nicht äußern. Bundesweit steigt der Fahndungsdruck. Razzien in Berlin und Nordrhein-Westfalen haben heute jedoch noch nicht zu Verhaftungen geführt. Die bittere Erkenntnis lautet jedenfalls, Anis Amri hätte eigentlich gar nicht mehr in unserem Land sein dürfen. Warum war er es aber dennoch und konnte so mutmaßlich den Anschlag vom Montag verüben? Nun, der Tunesier ist kein Einzelfall, denn eine Abschiebung anzuordnen, das ist das eine.
Sie umzusetzen, aber offenbar eine ganz andere Geschichte. Warum, erklärt Charlotte Gnendiger. Wer kein Recht auf Asyl hat, muss Deutschland wieder verlassen. Eigentlich ganz einfach. Oder doch nicht? Warum Abschiebungen oft nicht klappen? In Deutschland gibt es rund 205.000 sogenannte ausreisepflichtige Menschen. Sie alle müssen eigentlich zurück in ihre Länder. Aber mehr als 150.000 von ihnen werden hier geduldet. Das heißt, ihre Abschiebung wird ausgesetzt. In 3 von 4 Fällen. Warum? Zum Beispiel, weil die Menschen keinen Pass haben, sodass nicht überprüft werden kann, wer sie wirklich sind. Oder ihre Herkunftsstaaten stellen ihnen keine neuen Reisedokumente aus. Oder sie haben ein ärztliches Attest, das bescheinigt, dass sie krank sind. Bleiben also noch gut 50.000 Ausländer, die tatsächlich abgeschoben werden könnten. Aber viele Länder zeigen sich nicht gerade hilfsbereit, wenn es darum geht, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Beispiel Maghreb-Staaten. Marokko und Algerien nehmen ihre Staatsbürger nur in Linienmaschinen zurück. Und davon gehen nur so ungefähr 2 bis 3 pro Woche. Und es dürfen auch höchstens 4 Abzuschiebende an Bord sitzen. Macht also maximal 12 pro Woche. Und selbst von diesen 12 Plätzen bleiben häufig welche frei. Denn das letzte Wort hat der Pilot. Wenn die Abzuschiebenden sich wehren und so die Sicherheit gefährden könnten, nimmt er sie nicht mit. Bisher ist es Bundesinnenminister de Maizière nicht gelungen, bessere Bedingungen auszuhandeln. Sehr zum Leidwesen der Bundesländer. Beispiel Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es besonders viele Asylbewerber aus Marokko und Algerien. Und wenn deren Abschiebungen im aktuellen Tempo weitergehen, dann wird es ungefähr 25 Jahre dauern, bis alle wieder in ihren Herkunftsländern sind. Und es kommen ja noch neue dazu. Erfolgreicher läuft dagegen die sogenannte freiwillige Rückkehr. Wer Deutschland aus freien Stücken verlässt, bekommt als Anreiz sogar finanzielle Starthilfe. Zumindest für einige Länder. Für die Maghreb-Staaten sind es 300 Euro, für Irak oder Afghanistan 500. Im vergangenen Jahr gab es schon fast doppelt so viele freiwillige Rückkehrer wie Abgeschobene. Und in diesem Jahr könnten es sogar 3-mal so viele werden. Ja, aber die Hoffnung, dass sich unter diesen Freiwilligen sogenannte Gefährder wie Anis Amri befinden, die wäre wohl naiv. Die Behörden haben etwa 550 solcher Personen hier in Deutschland im Visier, die sie für potenzielle Attentäter halten. Vor dem Hintergrund des Anschlags vom Montag stellen sich jetzt viele Fragen. Zur Aufklärung des Falles oder warum saß der Verdächtige nicht in Abschiebehaft? Vor allem aber, wie können wir verhindern, dass so etwas wieder passiert? Das Problem hat längst die politische Debatte erreicht, berichtet Sabine Rau. Nie zuvor sind Sicherheits- und Asylgesetze so scharf gewesen wie derzeit. Das ist unstrittig, selbst in der Union. Auch die Kanzlerin bestätigt. Ich kann sagen, dass wir in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um der terroristischen Gefahr besser begegnen zu können. Dennoch geben Unionspolitiker keine Ruhe. Sie fordern weitere Verschärfungen der Gesetze und vor allem auch der Tonlage. Verschärfen müssen wir den Ton gegenüber unserem Koalitionspartner, der eine ganze Reihe von Gesetzesentwürfen, die Bundesinnenminister de Maizière fertiggestellt hat, die fertig auf dem Tisch liegen, blockiert. Konkret geht es um Abschiebungen. Die Union will die Abschiebehaft verlängern. Vor allem aber drängt sie darauf, auch sogenannte Gefährder in Abschiebehaft zu bringen. Juristen verweisen allerdings darauf, die Hürden sind hoch. Die Anforderungen entsprechen unserer Verfassung. Man kann nicht jemanden, der falsches Gedankengut hat, einfach als Gefährder ansehen, sondern es müssen Tatsachen vorliegen, die tatsächlich auch belegen, dass jemand ein Gefährder ist. Ähnlich sieht es die SPD, die sich ansonsten aber keine übertriebene Sanftmütigkeit bei dem Thema nachsagen lassen will. Wir sind absolut der Meinung, dass alle Personen, die hier keinen Schutz bekommen, auch zurückgeführt werden müssen in ihre Herkunftsländer. Entweder freiwillig oder sie müssen abgeschoben werden. Dort müssen wir unsere Anstrengungen intensivieren. Abschiebungen in die Herkunftsländer, das ist allerdings das Kernproblem. Frühjahr 2016, der Innenminister reist nach Tunesien und hat Gastgeschenke für die Polizei im Gepäck. Allerdings, das ausgehandelte Rücknahmeabkommen mit Tunesien lässt zu wünschen übrig, wie auch der aktuelle Fall Amri zeigt. Tunesien ist ein typisches Beispiel, aber auch Marokko ist hier zu nennen. Ich halte das für einen Skandal, dass diese Länder sich weigern und sträuben, ihre eigenen Staatsangehörigen wieder auf ihrem Staatsgebiet zurückzunehmen.
Der Druck wächst. De Maizière will jetzt nachbessern. Und Tunesien soll, wie auch Marokko und Algerien, als sicheres Herkunftsland deklariert werden. Doch die Grünen blockieren das. Wenn jetzt die Rufe nach den angeblich sicheren Herkunftsländern kommen, nach Verschärfungen bei Abschiebungen, nach Verschärfungen der Asylgesetze, dann hat das oft gar nichts damit zu tun, ob man damit solche schweren Anschläge verhindern könnte. Dennoch, viele Vorschläge kursieren jetzt in Berlin und, wie nicht anders zu erwarten, die CSU will im Januar noch mal richtig nachlegen. Und dabei wird es sicherlich auch darum gehen, was zu tun ist, wenn die Heimatländer der Abschiebekandidaten sich weigern, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Denn dass die Abschiebung des Tatverdächtigen offenbar vor allem daran scheiterte, dass Tunesien nicht den nötigen Reisepass für Amri ausgestellt hat, ist natürlich grotesk. Aber Tunesien hat selber alle Hände voll zu tun, islamistische Terroristen zu bekämpfen. Das zeigen Anschläge wie etwa der an einem Hotelstrand im Juni 2015, bei dem 39 Menschen starben. Und Tunesien bekommt das Problem kaum in den Griff, berichtet Stefan Scharf. Zwei Autostunden südlich von Tunis liegt Uslata, der Ort, in dem der Hauptverdächtige von Berlin, Anis Amri, groß geworden ist. In Uslata haben wir vor einiger Zeit selbst gedreht. Dutzende junger Männer haben sich allein in diesem Dorf dem Islamischen Staat angeschlossen. Beim Gespräch mit verzweifelten Familienangehörigen wird schnell klar, Tunesien hat ein großes Problem. Das Land ist weltweit mit geschätzten 4000 Kämpfern der größte Exporteur von Dschihadisten. Nach dem Sturz von Diktator Ben Ali 2011 gab es in den Moscheen kaum noch Kontrollen. Salafisten konnten etwa in Kairouan offen zum Heiligen Krieg aufrufen. Viele junge Männer radikalisierten sich. Die Journalisten von Inkifada haben dies dokumentiert. Und sie zeigen auch, Tunesien sitzt auf einem Pulverfass. Denn nun, wo der IS in Syrien und im Irak in die Defensive gerät, kehren zu Hunderten Dschihadisten zurück. Immer wieder gibt es große Waffenfunde. Viele Terroristen sind zurück nach Tunesien geflüchtet. Und sie beginnen damit, wieder Nachwuchs zu rekrutieren. Stolz demonstriert die Armee, dass sie alles im Griff hat und präsentiert verhaftete Extremisten. Aber die Heimkehr der Dschihadisten bleibt eine tickende Zeitbombe. Deswegen versucht man wohl, die Rückkehr von Gefährdern wie Anis Amri zu verzögern. Mit jedem weiteren Rückkehrer wächst das Risiko für Tunesien, erklärt uns heute der Maghreb-Kenner López García in Madrid. Deswegen versucht man, das Problem irgendwie loszuwerden. In Uslata müssen viele Familien weiter mit diesem Problem leben. Ihre Söhne oder Brüder sind in den Heiligen Krieg gezogen. Ihre mögliche Rückkehr bedroht nun das demokratische Tunesien. Welche politischen Konsequenzen wird der Anschlag von Berlin haben? Dazu jetzt der Kommentar von Alois Theissen vom Hessischen Rundfunk. Unsere gesamte Sicherheitsarchitektur muss jetzt überprüft werden. Denn der Fall Anis Amri beweist aus meiner Sicht, dass bei den Diskussionen bisher das Wichtigste nicht im Vordergrund stand. Die Fähigkeit des Staates, Leib und Leben seiner Bürger wirksam zu schützen. Dass Amri ein hochgefährlicher Mann ist, bereit zu einem terroristischen Anschlag, ein sogenannter Gefährder also, das wussten die Behörden. Dass er dennoch aus der Abschiebehaft entlassen wurde, ist vielleicht auch deren Versagen. Es zeigt vor allem aber die grundlegenden Lücken in unseren Sicherheitsgesetzen. Über 500 solcher Gefährder leben in unserem Land. Lassen sich diese 500 möglichen Attentäter im Alltag lückenlos überwachen? Ich fürchte, auch mit elektronischen Fußfesseln, mehr Videoüberwachung und mehr Polizisten wird es nicht gelingen. Müssen wir deshalb mit diesem mörderischen Risiko leben wie bisher? Nein. Was ist zu tun? Ich habe selbstverständlich kein Patentrezept. Ich weiß aber, dass potenzielle Terroristen nicht das Recht haben sollten, sich in Deutschland frei zu bewegen. Menschen wie Amri verstehen sich als Kämpfer einer weltweiten Kriegspartei. Warum sollen sie nicht entsprechend behandelt werden? Beschädigt das den Rechtsstaat? Mir ist unser Rechtsstaat ebenso wichtig wie die Demokratie. Wer aber dem Rechtsstaat nicht die wirksamen Mittel gibt im Kampf gegen seine Feinde, schadet ihm am allermeisten. Alles auf den Prüfstand. Das ist keine Panikmache und kein Populismus. Für mich ist die Politik das nicht allein den Opfern von Berlin schuldig, sondern auch den Lebenden. Alois Theissen kommentierte.
Der Anschlag von Berlin hat auch den Weihnachtsbesuch der Verteidigungsministerin bei den Bundeswehrsoldaten in Afghanistan überschattet. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers. Im Feldlager von Mazar-i-Sharif rief Verteidigungsministerin von der Leyen zu einem entschlossenen Kampf gegen den Terror auf. Frieden und Freiheit seien nicht selbstverständlich, so die Ministerin. Sie warnte erneut vor einem zu schnellen Abzug aus Afghanistan. Hier sei ein langer Atem nötig. Die Bundeswehr ist in dem Land seit 15 Jahren im Einsatz. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat die Grundlage dafür geschaffen, dass im Syrienkrieg verübte Kriegsverbrechen künftig geahndet werden können. Das Gremium stimmte mehrheitlich für eine Expertengruppe, die Beweismaterial sichern soll. Sie soll eng mit einer Untersuchungskommission zusammenarbeiten, die bereits mehrere Berichte über Gräueltaten im Land veröffentlicht hat. Russland, der Iran und China stimmten gegen die Resolution. Die Evakuierung der Rebellengebiete im Osten von Aleppo ist abgeschlossen. Die letzten Kämpfer und Zivilisten sollen die syrische Stadt verlassen haben. Nach Angaben des Militärs ist Aleppo somit wieder vollständig unter Kontrolle der Regierung. Seit Beginn der Evakuierung wurden etwa 35.000 Menschen aus dem Ostteil der Stadt gebracht. Bei der angeschlagenen italienischen Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena führt möglicherweise kein Weg mehr an einer staatlichen Rettung vorbei. Am Abend teilte das Institut mit, dass eine Kapitalerhöhung gescheitert sei. Bis zum Jahresende braucht die Bank 5 Milliarden Euro. Das italienische Parlament bewilligte bereits Pläne, um notleidende Banken stützen zu können. Mehr dazu von Anja Kohl. Die Monte dei Paschi sitzt auf fast 50 Milliarden Euro an faulen Krediten, deren Rückzahlung fraglich ist. Jahrelang wurde die Lösung der Probleme aufgeschoben, die Bank hat Milliarden verbrannt. Steuerzahlerhilfen genauso wie Geld von privaten Investoren. Sie wollen kein frisches Geld mehr geben. Das Vertrauen ist weg. Daher wird der italienische Staat nun wohl einen Großteil der Bank übernehmen. Die Hoffnungslosigkeit ist am Aktienkurs sichtbar. Rund 90% ihres Geldes haben die Aktionäre der Monte dei Paschi dieses Jahr verloren. Eigentlich müssten die Gläubiger der Bank an den Rettungskosten beteiligt werden, so sehen es EU-Gesetze vor. Doch bei der Monte Bank wären es 40.000 Kleinsparer. Sehr heikel, denn bereits vor gut einem Jahr verloren tausende Sparer bei der Abwicklung von 4 italienischen Genossenschaftsbanken Millionen. Eine Welle der Entrüstung ging damals durch Italien. Politiker verweisen auf die Systemrelevanz der Bank. Ihre Pleite könnte das Finanzsystem gefährden. In so einem Fall seien Ausnahmen möglich. Allerdings könnte die Rettung der Monte Bank erst der Anfang sein. Andere italienische Banken sind ebenfalls angeschlagen. Die Börsendaten. Der DAX gab leicht nach und ging mit 11.456 Punkten aus dem Handel. Auch der Dow Jones lag am Abend im Minus bei 19.919 Punkten. Die traditionelle spanische Weihnachtslotterie hat für einen Geldsegen in einem Madrider Arbeiterviertel gesorgt. Alle Lose für El Gordo, den Dicken, wie der Hauptpreis genannt wird, waren dort verkauft worden. Die Losnummern und die Höhe des jeweiligen Gewinns wurden wie jedes Jahr in einer stundenlangen Zeremonie von Kindern singend vorgetragen. Mehr als 20.000 Menschen haben sich mit dem Dresdner Kreuzchor auf Weihnachten eingestimmt. Unter dem Motto Danke Dresden fand ein Adventskonzert des bekannten Knabenchors im Dynamo-Stadion statt. Aufgrund der hohen Nachfrage waren die Kapazitäten in diesem Jahr erweitert worden. Die Frage, was Deutschland bewegt, ist in diesen Tagen eindeutig zu beantworten. Der schreckliche Anschlag in Berlin ist das Thema dieser vorweihnachtlichen Woche. Doch bereits bevor am Montag der Sattelschlepper auf den Breitscheidplatz raste, hatten wir einen unserer Reporter losgeschickt, um wieder für unsere lose Serie »Was Deutschland bewegt« in einen Ort unseres Landes zu fahren und dort mehrere Tage in das Stadtleben einzutauchen. Um zu erfahren, wie die Menschen ihren Alltag gestalten, wie sie ihre Lebensumstände empfinden, eben was sie bewegt. In dieser Woche ist Matthias Koch dazu ins thüringische Altenburg gefahren, also in das Städtchen, in dem einst das Skatspiel erfunden wurde. Hier sind sie in ihrem Element, die Nobitzer Dausquetscher. Das heißt übersetzt die Astdrücker. Denn Skat ist ihre Leidenschaft, die Dausquetscher einer von 7 Skatclubs, die es in Altenburg gibt. Jeden Montag treffen sie sich hier in einer Kleingartengaststätte am Stadtrand.
Dass im fernen Berlin zu dieser Zeit ein Terroranschlag stattfindet, bekommen sie hier gar nicht mit. Das Bier 1,50, rustikales Ambiente, nette Wirtin. Es ist ein kleines Turnier, für den Sieger gibt's 50 Euro. Heute sind es 38 Mann, aber es werden immer weniger. Die jungen Leute, die ziehen weg, die gehen der Arbeit nach in der Altbundesrepublik. Und viele, die dann drüben Fuß fassen, ob jung oder mittel, finden dort vielleicht einen Lebenspartner, die kommen nicht mehr zurück. Das macht auch ihm Sorgen. Hans Jeschke, 79 Jahre alt, er ist Altenburger Urgestein und so etwas wie der Skatpapst. Welche Schublade er auch aufmacht, überall Spielkarten, 1600 Mal Skat. Das Spiel und die Stadt sind eins, seit 200 Jahren. Den politischen Umbruch 1990 hat er aus Sicht der Skatspieler erlebt. Und der war symptomatisch für die Ost-West-Problematik. Es war natürlich hier in Altenburg ein Stadtgespräch. Der Name der Spielkartenfabrik musste zugehängt werden, weil sich tatsächlich die westdeutsche Firma ereifert hatte und gesagt hat, horcht her, Altenburg weg, wir kommen hierher, wir bauen groß auf. Wer seid denn ihr schon? Doch beim Skat zog zuletzt Altenburg die Trumpfkarte. Jeschke ist Ehrenvorsitzender des Deutschen Skatverbandes, des Deutschen Skatgerichts und die sitzen in Altenburg. Sein Rat ist immer noch gefragt. Was die Zukunft des Skates angeht, ist er aber skeptisch. Es wurde versucht, auch in den Schulen durch Skatunterricht die Kinder schon heranzuführen. Aber die Interessengebiete liegen auf anderen Stellen. Und wenn man heute, egal wo, durch die Stadt geht, siehst du bloß noch zwei Hände. Und da dazwischen liegt das Gerät, auf dem rumgetippt wird. Altenburg war früher ein kleines Wirtschaftszentrum. Es wurden Nähmaschinen, Staubsauger, Hüte produziert. Es gab den Bergbau. Alles nach der Wende weggebrochen. Nur sie hat überlebt, die Spielkartenfabrik. Unter dem Dach eines belgischen Unternehmens ist sie heute Marktführer. 100.000 Spiele fließen täglich aus den Bändern, auch Skatkarten. Mit 200 Mitarbeitern ist die Fabrik eine der letzten großen Arbeitgeber. Altenburg, das steht auch für Theaterspiel. Das Landestheater, 150 Jahre alt. Alle Thüringer Theater haben schmerzhafte Sparphasen hinter sich. Altenburg wurde mit Gera zusammengelegt, hunderte Arbeitsplätze gestrichen. Der Schauspieldirektor kam 2012 aus dem Allgäu und brachte neuen Schwung. Die Verhältnisse hier sind schwieriger geworden, Theater zu machen. Gleichzeitig haben wir hier ein internationales Theater etabliert mit Menschen aus allen Herren Ländern. Und das nimmt das Publikum auch sehr gut an. Heute steht Aladdin und die Wunderlampe auf dem Programm. Die Schauspieler kommen aus dem In- und Ausland. Den Zauberer Haji Haji gibt Uelgo Tindi aus Burkina Faso. Dort hat er ein eigenes Theater. Seit 4 Jahren lebt er in Altenburg. Manchmal, sagt uns der Schauspieldirektor, gibt es gegen ihn Pöbeleien auf dem Marktplatz. Doch Uelgo ist zu höflich, um darauf einzugehen. Viel lieber erzählt er uns, wie gern er für Kinder spielt. Die reagieren sofort, was gefällt und so. Und das macht einfach große Freude, viel Spaß mit denen zu spielen. Und, aber auch diese Offenheit und offen bleiben und sich vertrauen und das zu verstärken. So. Der Jugendclub Eastside, Treffpunkt für Menschen von 6 bis 30 Jahren. Klaus Liebig, einer der Betreuer, versucht die Modellbahn in Schwung zu bringen. Die Platte hat er im Sperrmüll gefunden, ein paar Häuschen von zu Hause mitgebracht, der Trafo ist kaputt. Bei der Sachmittelhilfe spart die Stadt, obwohl hier 30 bis 40 Kinder und Jugendliche täglich die Angebote nutzen. Und immer öfter kommen Kinder, die sich ausgehungert aufs Essen stürzen. Ja, ich denke, die Kinderarmut, und das gibt es schon. Also im Laufe der Zeit sind viele Familien hier im Altenburger Land durch Arbeitslosigkeit betroffen und sind da auch wirklich zum Teil recht arm. Doch hier entdecken wir auch junge Leute, die Skat spielen. Sie halten die Altenburger Tradition noch hoch, weil auch die Eltern spielen. Am Abend im Theater, Probe für eine Vorstellung, die sich mit den Kulturen der Welt auseinandersetzt. Die Schauspieler kommen aus Ländern, die Terror kennen. Der Anschlag in Berlin hat sie mitgenommen. Der Mensch ist aus Liebe gemacht. Der Mensch ist durch Liebe geboren und kann nicht so böse sein. Wirklich unglaublich und immer so schreckliche Sachen. Das ist so grau, das geht gar nicht. Mitte Mai wird das Ensemble ein neues Stück aufführen, der Fall der Familie Kohn aus Altenburg, die aus Rassenhass von den Nazis ausgelöscht wurde. Der Zeitvertreib, den man sich mit diesen Steinen gönnt, der stammt vermutlich aus China und ist hunderte von Jahren alt.
Bei uns ist das Spiel, bei dem Steinenten mit gleicher Punktzahl aneinandergelegt werden, als Domino bekannt. Der Name soll einer Legende nach auf einen Abt zurückgehen, der nach einer siegreichen Partie stets auf Latein ausrief: Benedicamus Domino, was so viel heißt wie: Lasset uns preisen den Herrn. Seit 1995 gibt es sogar jährlich eine Domino-Weltmeisterschaft. Und woher der Domino-Effekt seinen Namen hat? Nun ja. Diese Dominosteine sind nicht ganz so alt wie das Spiel und haben damit auch nicht wirklich was zu tun. Aber, berichtet Paul Pietras, dieses Jahr feiern sie immerhin das 80. Jubiläum ihrer Erfindung. Und sowieso passen sie sehr viel besser zu Weihnachten. Man nehme Lebkuchen, Kirschgelee, Marzipan und Schokolade. Ungefähr so dürfen wir uns den Dresdner Süßwarenlaboranten Herbert Wendler vorstellen, als er vor 80 Jahren seinen Dominostein erfand. An Wendlers Tüftelei versucht sich Bäckermeister Heiko Nies heute mal in Handarbeit. Sonst produziert er hier in der Fabrik gut 80.000 Dominosteine pro Stunde. Große Menge zu kleinem Preis. Auch das eine Erfindung seines Vorgängers. Der Preis kommt ja dadurch, dass wir und dass die Firma Wendler damals schon in der Lage war, den Dominostein auf einer großtechnischen Anlage zu produzieren. Also quasi viel Dominostein in einer verhältnismäßig kurzen Zeit mit verhältnismäßig wenig Mitarbeitern. Der Dominostein, die erste Industriepraline. Das Schichtprinzip und die quadratische Form machten es möglich. Auch bei den Zutaten zeigte Herbert Wendler sich erfinderisch. Aus alten Anzeigen schließt ein Lebensmittelhistoriker, dass die Urform des Dominosteins nur aus Marzipan und Schokolade bestand. Doch nachdem in den 30er Jahren die Nationalsozialisten an die Macht kamen, waren diese Zutaten schwer zu beschaffende Importware. Dafür waren Devisen zu zahlen. Und entsprechend versuchte das Regime und versuchten auch einzelne Tüftler, diese teuren Auslandsprodukte durch günstigere einheimische Produkte zu ergänzen. Deshalb ist der Lebkuchen hier eine gute Ergänzung. Er verringert das Marzipan. Was ist dem Dominostein nicht schon alles nachgesagt worden? Eine arme Leutepraline sei er und sogar vom eckigen Bauhausstil inspiriert. Dass uns die Notpraline heute noch schmeckt, überrascht die Wissenschaft aber nicht. Sie schwärmt vom paradoxen Lebensmittel. Es ist eine vertraute Überraschung. Wir beißen herein und haben dann etwas anderes auf der Zunge, als wir vorher gesehen haben. Und es ist ein Grenzgänger zwischen Praline und Plätzchen. Ein Grenzgänger war der Dominostein auch als Exportschlager der DDR. Und obwohl Herbert Wendlers Firma 1996 in Konkurs ging, in Dresden wird sein Originalrezept weiter in Ehren gehalten. Mit Marzipan, Kirschgelee, Lebkuchen und Schokolade. Ja, und welche Zutaten das Wetter für uns bereithält, das erzählt uns heute Carsten Schwanke. Ja, wenn wir jetzt Richtung Weihnachten schauen, dann ist die Wetteraussage ziemlich eindeutig. Es bleibt auf jeden Fall schneefrei, es wird sogar noch milder, wärmer. Nichts von Winter in sich. Dafür jetzt aktuell müssen wir auf den Winter achten. Denn genau in diesen eingefärbten Gebieten gibt es gerade frostige Temperaturen, wie zum Beispiel im Harz oder im nördlichen Teil Hessens. Und allgemein von der Rhön im Thüringer Wald Richtung Südosten, in der Oberlausitz, in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs. Und jetzt schalten wir dazu die aktuellen Regenradarbilder. Und das, was hier an Niederschlag fällt, es ist wirklich Regen, kein Schnee. Ausnahme wirklich an der Neiße, hier sind Schneeflocken dabei. Das heißt aber auch, dass es hier enorme Straßenglätte gibt. Gerade in Franken, im Süden Thüringens, im Vogtland und rüber bis zum Westerzgebirge. Und diese ziemlich kritische Situation wird auch in den nächsten Stunden sich nicht gerade entspannen. Denn dieses Regengebiet rutscht weiter nach Südosten und genau in die Gebiete, in denen es eben nach wie vor frostig ist. Die Temperaturen morgen früh liegen dann vor allem noch in den Mittelgebirgen und ganz besonders rund um Passau an der Donau und Richtung Alpenrand im frostigen Bereich. Sonst ist es dann schon frostfrei. Was bleibt nach diesem Regenband, ist relativ viel Grau im Süden Deutschlands, vor allem in Form dichten Nebels. Im Norden sind es kompakte Wolkenfelder. Aber nördlich der Mittelgebirge gibt es schon morgen Vormittag die ersten Sonnenstrahlen. Und am Nachmittag wird hier das Wetter gar nicht so schlecht. Die Wolken reißen weiter auf. Und so kann es dann von Nordrhein-Westfalen rüber bis nach Sachsen und im Süden Brandenburgs durchaus recht freundlich sein. Die Temperaturen erreichen im Dauernebel nur minus 1 bis plus 3 Grad, bei Sonnenschein bis zu 8 Grad, im Rheinland bis zu 10 Grad. Der Wind weht vor allem im Norden recht frisch aus südwestlichen Richtungen. Morgen Abend kann es dann an den nordfriesischen Inseln erste schwere Sturmböen geben. Wie geht's weiter? Mild, wie gesagt. Dabei der Heiligabend vor allem im Norden und im Süden mit etwas Regen dabei.
In der Mitte ist es trocken und durchaus auch freundlich, aber bis zu 11 Grad warm. Beim ersten Weihnachtsfeiertag fällt der Regen vor allem im Nordosten. Temperaturen erreichen sogar bis zu 13 Grad. Und wenn wir uns zum Schluss noch kurz den Trend anschauen, dann sehen wir diesen Peak hier Richtung Weihnachten. Ab dem 27. wird es etwas kälter. Und wer auf den Winter wartet, muss wahrscheinlich bis zum Neujahrsbeginn warten. Dann könnte es bei uns noch ein bisschen kälter werden. Wir warten geduldig. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Aussichten. Das war's von uns für heute. Hier folgt nun der Krimi Wolfsfährte mit Peter Lohmeier. Und dann gegen 1 Uhr das Nachtmagazin mit Susanne Stichler. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.